Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gäste, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ja, der Bruder Alex hatte ja schon in seiner Einleitung gesagt, dass es am Ende um Gottesfurcht geht. Wohin richten wir uns aus? Und der Titel meiner Predigt, die der Herr mir aufs Herz gelegt hat, ist: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut. Ein Wort aus Jeremia 17, und ich lese uns zum Eingang auch die Verse 5 bis 8. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Und in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen, und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Wir sehen, wie an vielen Stellen in der Bibel, dass unser Herr schwarz oder weiß ist. Er sagt: Gesegnet ist der, der auf ihn vertraut, und verflucht ist der, der Fleisch zu seinem Arm macht. Im Übrigen auch das eigene. Ne? Die einen gehen nach Ägypten in die Welt, um Heilung zu erfahren, und die anderen wollen sich selber helfen. Das ist aber vor unserem Herrn nicht recht, und das zeigt er uns im Jeremia ganz klar auf. Das zieht sich durch die gesamte Heilsgeschichte, und wir wollen heute die Menschenfurcht in drei Dimensionen anschauen. Das eine ist Menschenfurcht im persönlichen und direkten Umfeld. Das zweite ist Menschenfurcht in der Gemeinde. Und das dritte ist Menschenfurcht vor der Obrigkeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Bevor wir da einsteigen, gibt es quasi eine ganz kurze biblische Definition, was Menschenfurcht ist. Und die steht im Johannes 12, Vers 43. Da steht nämlich: Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Also bei Menschenfurcht sprechen wir über ein Verhalten, wo insbesondere auch der Gläubige das Ansehen und das Wohlwollen beim Menschen höher einordnet als den Willen Gottes zu tun. Überspitzt gesagt, wir sündigen lieber, als uns vor Menschen bloßzustellen oder zu blamieren. Kennen wir das im Alltag? Die Geschwister waren gestern mutig auf der Straße, haben den Herrn Jesus bezeugt und haben bewiesen, dass sie an der Stelle keine Menschenfurcht hat. Aber wie ist das, wenn man in die Gemeinde kommt oder am Arbeitsplatz oder in der Schule oder wo der Herr uns sonst so hinstellt? Das eine ist so ein bisschen das Eingefahrene, wo ich weiß, da habe ich meinen Dienst, da bin ich stark und bin klar. Und das andere ist, wie ist es, wenn die Geschwister vielleicht auch nicht dabei sind, wenn ich irgendwo alleine bin? Bezeuge ich den Herrn, wenn es eng wird, oder tue ich das eben nicht? Und das ist auch, was Sprüche 29, 25 uns entgegenruft: Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Ein Fallstrick ist etwas, wo jemand arglos hineintappt. Also wenn wir die Waffenrüstung Gottes nicht anziehen, sondern einfach durch den Alltag schlendern und meinen, auch uns wird es schon gut gehen, uns wird nichts passieren, dann werden wir ganz sicher vom Herrn in Situationen geführt, wo wir merken, dass wir besser die Waffenrüstung angezogen hätten. Und dann fallen wir auch immer mal. Aber das dürfen wir auch eben lernen. Und dafür ist auch der heutige Dienst primär zuständig, dass wir uns aus dem, was geschrieben steht, ein paar Beispiele raussuchen und dann lernen, wie unsere Vorfahren im Glauben, die uns gesetzt sind, zum Beispiel sich verhalten haben, zum Guten oder eben auch nicht zum Guten. Wir gucken uns als erstes das Umfeld im persönlichen Umfeld an, sozusagen beim Bruder Paulus. Und starten da in der Apostelgeschichte 9. und betrachten die Verse 13 bis 23. Ich führe das so ein bisschen ein. Der Paulus hat auf dem Weg nach Damaskus den Herrn kennengelernt. Er war blind, wurde in die Stadt geführt und sitzt jetzt betend in seinem Zimmer. Der Herr hat zwischenzeitlich den Jünger Ananias zu sich gerufen und weist ihn an, dass er den Paulus bitte die Augen auftun soll. Und da wehrt sich der Ananias erst ein bisschen und sagt dann, ich glaube, es ist in Vers 14, ich kürze ein bisschen ab: Der Herr sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug,
um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen, denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Wir sehen direkt hier in den ersten Versen, dass der Herr Jesus dem Paulus mit einem klaren Auftrag berufen hat. Er ist ein auserwähltes Werkzeug. Der Bruder Hanna hat es eben gebetet, dass wir Werkzeuge Gottes sind. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, bin ich ein Hammer, ein Schraubenzieher oder eine Gartensäge? Das ist für uns schon entscheidend, ob wir den Auftrag des Herrn verstanden haben. Paulus war der Apostel, der den Namen des Herrn vor die Heiden und Könige bringen sollte. Das war relativ klar. Wir dürfen den Herrn fragen, womit er uns betraut hat. Zurück zu Ananias. Da ging Ananias hin und trat in das Haus des Herrn, und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er konnte augenblicklich wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen. Und er nahm Speise zu sich und kam zu Kräften. Also die Bekehrung des Paulus wird hier quasi auch mit der biblischen Taufe abgeschlossen. Er steht sogleich auf und wird mit Heiligem Geist erfüllt. Wir sehen in den Folgeversen, und Saulus war etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus, und sogleich verkündete er in den Synagogen Christus. Also der Herr hat den Paulus auf den Weg geschickt. Er sollte das Evangelium ja vor die Heiden bringen, aber er hat ihn zum Start in das Umfeld gestellt, wo er herkam, in die Synagoge, wo er über Jahre hinweg quasi Christenverfolgung gepredigt hat, wo die waren, die ihn von Grund auf kannten, die seiner Lehre entsprochen haben. Das war aber auch nicht nur Gemeinde im religiösen Sinne, sondern das war auch Familie, das war Sicherheit, das war soziales Umfeld, das waren vielleicht auch Freunde. Und da geht er rein und verkündet Jesus Christus als den Sohn Gottes. Einen völligen Affront in dieser Zeit. Und im Vers 23 steht dann auch: Als aber viele Tage vergangen waren, beschlossen die Juden miteinander, ihn umzubringen. Also das hat nicht lange gedauert, wo aus den ehemaligen Freunden und geistlichen Genossen Feinde wurden, die nichts anderes mehr im Sinn hatten, als diesen Ketzer, den Paulus, umzubringen. Das dürfen wir uns durchaus merken für den weiteren Verlauf. Dennoch treibt der Heilige Geist Paulus an, diesen Dienst ohne Menschenfurcht und ohne Rücksicht auf seine gesellschaftliche Stellung auszuführen. Das ist nämlich die Liebe Christi, die ihn antreibt. Wie ist das denn bei uns? Wo hat der Herr uns denn hingestellt nach unserer Bekehrung? Sind wir nicht auch in unsere Familien gerufen worden, den Herrn zu bezeugen? Sind wir in den Arbeitsplatz gestellt worden, den Herrn zu bezeugen? Im direkten Umfeld bei Freunden und Nachbarn? Und ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn man das macht, dann ist in der Familie der Draht mindestens mal kurz bis abgerissen. Meine lange Freundesliste hat sich auf einen Bekehrten und einen Erschossenen reduziert. Und umgezogen, zweimal einen Job gewechselt, weil der Dienst des Herrn uns dazu gebracht hat, das Umfeld auch tatsächlich zu verleugnen, zu verlassen und ganze Sache zu machen. Wir sind, wie wir sehen, in der Familie mit vielen Brüdern und Schwestern reich gesegnet worden vom Herrn, weil der Herr ja nur das Beste für uns im Sinn hat. Und dennoch, wenn wir an der Weggabelung stehen, links oder rechts, will ich jetzt meinem alten Fleisch folgen und der Menschenfurcht oder will ich Gott dienen, ist es schon immer eine Überwindung. Es ist immer ein Überwinden an jeder Weggabelung wieder, und wir dürfen uns da vom Herrn zurüsten lassen. Aber darauf vertrauen, und das war der erste Bibelvers, den ich lernen durfte nach meiner Bekehrung, das war Matthäus 6, 33, trachte zuerst nach meinem Reich und meiner Gerechtigkeit, und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Und bis heute darf ich bezeugen, so ist es. Aber es ist immer der Schritt in dieses Ungewisse rein, in das Vertrauen auf den Herrn, wo menschlich gesehen Irrationalität einsetzt. Wo man sagt, würde ich normal nie machen. Aber genau da ist es gefragt, auf den Herrn zu vertrauen, und er wird es hinausführen, egal welcher Schritt das ist. Ob das Arbeit, Gesundheit, Familie oder sonst irgendeine andere Dinge sind, er wird es hinausführen. Hier sitzen ja viele, die nicken und die das bestätigen können, und wollen wir also am Herrn festhalten an der Stelle. Genau.
Noch eine Sache, wir dürfen uns nicht wundern. Ich glaube, wir haben manchmal falsche Vorstellungen von dem, wozu der Herr gekommen ist. Manchmal denken wir vielleicht, er ist gekommen, damit auch wir, wenn wir dann seine Kinder geworden sind, Menschen in unserem direkten Umfeld zu einer Bekehrung führen. Das kann sein, muss aber nicht. Wenn man sich dann Matthäus 10, Verse 34 bis 39 anguckt, da steht, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wussten wir das, bevor wir uns bekehrt haben? Hat uns jemand gesagt, dass wir diese Kosten berechnen müssen, den Turm anfangen zu bauen, dass er nicht zusammenbricht, dass das eine ganz ernste Sache ist mit unserem lieben Heiland, dass das keine Bekehrung in ein Wohlleben ist, sondern die Bekehrung in den Tod weltlich gesehen? Jeremia 2,22, lass ab von dem Menschen, von dir selbst, von anderen, das ist das, worum es geht. Und der Herr führt es weiter aus, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Das ist genau diese fast paradoxe Situation für uns. Ich muss mein Leben verlieren, um es zu gewinnen. Das ist in unserem Rechenmodell des Kopfes nicht drin, sondern das hat was mit dem Herzensglauben zu tun, der da eingepflanzt ist, wo das Wort Gottes zum Ziel gekommen ist. Wo nicht Menschenwort eingepflanzt ist, Religion, sondern wo Gottes Kraft wohnt. Da kann man diese Überwindung gehen und da unterscheidet sich es eben auch. Hier passiert uns ja nichts. Hier kannst du hinkommen sonntags morgens und dann gehst du um 12 wieder, trinkst noch einen Kaffee und sagst, das war recht erbauend. Ja, aber das sind ja nicht die Situationen, die wir auch in der Bibel sehen, wie andere, wie der Paulus, wenn der einmal in die Synagoge gegangen ist, das war ein Todesurteil. Das war für den nicht, ach, ich gehe jetzt mal nach vorne und predige heute mal ein bisschen anders als bisher, sondern das war ein Todesurteil. Jenseits von den kleinen Dingen wie die Reputation als großer israelischer Bibellehrer oder Toralehrer, das war dahin. Das war alles dahin. Und warum hat er es gemacht? Weil er eine bessere Hoffnung hatte. Weil Christus in ihm die Hoffnung der Herrlichkeit geworden ist. Und darum geht es. Und da, wie heißt es, jeder prüfe sich selber, ob er den Glauben empfangen hat, dass Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Und der Herr ist ja gnädig. Er lässt uns ja in kleinen Alltagsdingen sehen, ob wir überwinden. Wir müssen ja nicht gleich alle, wie der Paulus in der Synagoge, eine neue Lehre verkünden. Aber es sind nicht nur die Hausgenossen, die uns verheißen sind, dass sie vielleicht auch gegen uns aufstehen, sondern der Herr erweitert den Kreis in Johannes 15, 18 bis 21. Da lesen wir, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch geachtet, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch achten. Aber das alles werden sie euch antun, um meines Namens willen. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Das ist Nachfolge. Das ist Nachfolge. In Jesu Fußstapfen, da gibt es ja auch viele Lieder dazu, dass wir dem Lamm nachfolgen, wo immer es hingeht. Ja, das Lamm ging zum Hass der Welt. 3,5 Jahre hat er gepredigt und dann hat die Welt und die jüdische Religiosität ihn ans Kreuz geschlagen. Und wir natürlich mit unseren Sünden gleich mit, weil wir da einbezogen sind in das Thema. Aber das ist das, was passiert. Und wenn ich dann den Blick irdisch gesinnt habe, und so ergänzt das auch Jakobus im 4. Kapitel, im 4. Vers seines Briefes, so ergänzt das, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer so ein Freund der Welt sein will,
der macht sich zum Feind Gottes. Das ist unsere Entscheidung, wenn uns der Druck so hoch wird und wir dann doch willentlich die Freundschaft mit der Welt suchen. Weil wir nicht wollen, dass unser Nachbar uns jedes Mal blöd anguckt, wenn wir die Tür rausgehen. Oder weil wir nicht wollen, dass wir irgendwo schlecht angesehen sind, vielleicht in der Schule, wo unsere Kinder hingehen oder andere Dinge. Wenn wir das nicht wollen, dann treffen wir eine andere Entscheidung. Dann machen wir es uns bequem. Dann werden wir zu Freunden der Welt. Und das Urteil ist eindeutig, wie die meisten in der Bibel eindeutig sind, dann werden wir zu Feinden Gottes. Das müssen wir uns immer überlegen. Was ist der Preis? Habe ich lieber Krach mit meinem Nachbarn oder mit dem Herrn? Das ist eine Frage der Gottesfurcht. Genau. Aber diesen vermeintlichen Nachteilen folgt ein ermunterndes Wort des Herrn in Lukas 6, 22, 23. Da steht, glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen Lasterhaften verwerfen, um des Menschensohns willen. Freut euch an jedem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Der Blick auf den Lohn im Himmel, das ist das Entscheidende. Wenn ich auf den Lohn der Erde schaue, kann ich das nicht ergreifen. Und ich glaube, Paulus war es, der gesagt hat, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist ja genau diese Perspektive. Wenn die nach 80 Jahren X endet, dann brauchen wir das alles nicht. Deshalb brauchen wir diese Hoffnung der Auferstehung in uns, die uns ja sagen lässt, Maranatha, Herr, komme bald. Dass, wenn das ernst geworden ist, wenn wir losgeworden sind von der Erde im Herzen, dann kann man das gut sagen. Und dann ist das auch ehrlich und dann ist das auch aufrichtig. Und da dürfen wir jeden Tag drum ringen, dass der Herr uns da keine bösen Wurzeln ins Herz macht. Dass wir frei werden von uns selbst vor allen Dingen. Und der Herr schiebt nach in Vers 26, wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden. Manchmal denkt man doch als Christ, naja, wir müssen ja anständig sein, keinen Anstoß liefern und so weiter und so fort. Dann hätte der Herr das ja auch machen können. Aber über den Herrn haben viele gelästert, haben viele falsche Bilder gehabt von dem, was er ist. Und vor allen Dingen von der Liebe Gottes haben wir hier, glaube ich, auch alle ganz unterschiedliche Bilder, was die Liebe Gottes ausmacht. Und da dürfen wir uns vom Herrn lernen lassen, weil das werden wir nicht von uns aus verstehen, sondern wir müssen dann in seine Schrift eintauchen und müssen uns vom Herrn zeigen lassen, wie er es meint. Das ist eine wunderbare Einladung. Und er wird sprechen, da bin ich mir ganz sicher. Da bin ich mir ganz sicher, weil er nämlich nichts anderes zu tun hat, als uns zuzubereiten, und zwar täglich, dass wir bereit sind, ihm zu begegnen. Und es gibt gute Beispiele fürs Überwinden. Ich möchte gerne aus Richter 6 den Gideon erwähnen. Ich fasse das aber so zusammen, brauchen wir nicht aufschlagen. Der Gideon stand relativ verschüchtert an der Tenne und hat so ein bisschen geklagt über das Leid der Welt. Und der Herr ruft ihn da heraus und sagt, Gideon, du bist im Übrigen tapferer Held. Das hat er, glaube ich, erstmal selber nicht geglaubt. Aber der Herr hat ihn zugerüstet und hat ihm einen netten Auftrag gegeben, so viel zum Thema direkten Umfeld. Geh in das Haus deines Vaters und zerschlag das Aschera-Standbild. Den Baals-Tempel, reiß ihn um. Da wird er erstmal geschluckt haben, vermutlich. War ihm auch nicht klar, dass er das machen sollte. Aber über mehrere Stationen, vielen Dank, Bruder, über mehrere Stationen hat ihn der Herr sozusagen zugerüstet. Und dann war es soweit, eines Nachts ging er in das Haus seines Vaters und hieb das Aschera-Standbild um. Aber er macht es bei Nacht, weil er fürchtete die Leute der Stadt und die aus dem Haus seines Vaters. Also es war noch ein Rest Menschenfurcht da und wir dürfen auch sehen, das ist nicht von 0 auf 100 sofort, sondern der Herr rüstet zu. Aber der Gideon hat diesen Altar im Haus des Vaters umgeschlagen und hat sich nicht davor gescheut, das zu machen und hat am Ende die Tat begangen, obwohl er sich vor den Leuchten fühlte. Es hat wieder was mit Überwinden zu tun und guess what? Die Leute der Stadt wollten den Gideon natürlich umbringen danach. Also wir bleiben in der Reihe. Das wurde auch ihm nicht erspart. Und ich habe mir in der Vorbereitung kam mir so ein Gedanke, ob es wohl in jeder Familie solche Götzen gibt.
ob es in jeder Familie vielleicht so Aschera-Standbilder gibt, althergebrachte Traditionen und andere Dinge, die uns vielleicht lieb geworden sind, wo der Herr aber sagt, hau sie um. Ich vermute, das ist so. Aber das weiß ja jeder selbst, wo der Schuh drückt, der Herr aber auch. Von daher wollen wir uns von ihm zurüsten lassen und zeigen lassen, wo die Standbilder in deinem und in meinem Leben sind, dass wir sie wegnehmen können. Genau. Kommen wir zum zweiten Thema. Menschenfurcht in der Gemeinde. Auch da wollen wir den Paulus bemühen und wollen uns vor allen Dingen daran erinnern, wie er zum Glauben gekommen ist und wie er sich hat für den Dienst zurüsten lassen. Also wie war die Vorbereitung auf sein Leben in der Gemeinde? Das finden wir im Schwerpunkt im Galaterbrief. Da lese ich uns jetzt einige Verse. Erst den Galater 1,1. Da steht, Paulus, Apostel, nicht von Menschen und auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Vers 11 und 12. Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Und Verse 15 bis 19. Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf, nach 3 Jahren, zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Ich sah aber keinen der anderen Apostel, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Ja, wir sehen, Paulus ist auf eine sehr menschenunabhängige Art und Weise zum Glauben gekommen. Er hat den Auftrag vom Herrn bekommen, er hat die Zurüstung vom Herrn bekommen, er hat das Evangelium Offenbarung durch den Herrn empfangen und hat sich im Grunde mit allen Worten immer davon distanziert, dass er das nicht von Menschen hat, sondern dass er, und vielleicht ist das bei uns anders, weil wir ja auch vielleicht anders berufen sind, aber von wem haben wir unsere Lehre empfangen? Haben wir die aus einem Menschenwort oder haben wir die aus einem Gotteswort? Sind wir von der Bibel gelehrt oder von, ich sag mal, umfangreicher Sekundärliteratur? Wenn wir in die Gemeinde gehen, fragen wir als erstes die Ältesten oder fragen wir als erstes den Herrn? Wo holen wir unsere Hilfe her? Das sind durchaus Fragen, die uns der Paulus aus seiner Perspektive beantwortet, dass er nicht die Menschen gefragt hat. Er zog zugleich nicht nach Jerusalem. Also wenn du berufen wirst, weißt du, Jerusalem ist sozusagen die geistliche Hauptstadt. Da sind alle die Apostel, die mit dem Herrn gewandert sind. Das ist der natürliche menschliche Impuls. Ich gehe doch nach Jerusalem. Tausche mich mal mit den Kollegen aus, von denen kann ich bestimmt was lernen. Wunderbar. Und der Paulus sagt, nee. Ich gehe mal woanders hin. Ich gehe einen eigenen Weg mit dem Herrn. Und ja, nach 3 Jahren ist er dann auch zu den anderen Aposteln gegangen, aber ohne, dass er jetzt da intensiv mit allen gesprochen hat, sondern eben mit dem Petrus und dem Jakobus. Das ist es. Je nachdem, wie du zu diesen Fragen, von wem du gelehrt bist, von wem du berufen bist, mit wem du dich abstimmst, je nachdem, wie du das beantwortest, hat das einen ganz großen Einfluss auf deinen Wandel in der Gemeinde. Wir nehmen das Beispiel von Paulus. Das finde ich immer sehr eindrücklich, weil da sehen wir 1:1 die Auswirkungen von dem, was diese Art zu wandeln dem Paulus an geistlicher Kraft auch gegeben hat. Das lesen wir in Galater 2, Verse 11 bis 14. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und die übrigen Juden heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen, wenn du, der ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Nur sich vorstellen, das ist eine große Gemeindeversammlung und der Paulus, nachdem er das gesehen hat, stellt sich hin und nimmt den Petrus vor allen
und sagt, du bist ein Heuchler. Warum? Warum macht er das? Weil er gesehen hat, dass es akute Gefahr für die anderen Schäfchen gab. Es war notwendig, weil selbst der Barnabas so halb mit fortgerissen wurde, dass der Paulus vor allen gesagt hat, dass es nicht recht ist, wie der Petrus gewandelt ist. Und wir lesen nicht, dass Petrus im Übrigen sich mit einem Wort gewehrt hätte, sondern er wurde vom Herrn überführt, dass der Paulus recht hat. Und was wäre das ein Flächenbrand geworden, wenn der Paulus das nicht gemacht hätte? Dann wären nämlich die aus der Beschneidung wären durchgekommen. Und dann hätte sich da eine Spaltung ergeben, und zwar eine gravierende. Der Galaterbrief lehrt uns ja, wie das ist mit den Werken, die dort geschehen und versus einem Leben aus Glauben. Und da hat der Paulus genau auf den Knopf drauf gedrückt. Und ich glaube schon, dass auch ihn das Überwindung gekostet hat, nachdem er da nicht wohl bekannt war und, ich sag mal, ein gleichwertiger Apostel wie Petrus in dem Umfeld, sondern er war der Fremde. Und er hat sich vorne hingestellt und gesagt, so nicht. Und nicht, weil er die Menschen gefürchtet hätte, sondern weil er seinen Herrn gefürchtet hat, der ihm ganz sicher gesagt hat, Paulus, das musst du jetzt machen. Und das ist ein Grundsatz, den sehen wir bei Paulus in allen Briefen. Und im 1. Thessalonicher Brief drückt er noch aus, im Kapitel 2, 5 bis 7. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Diese Klarheit, und das ist vielleicht ein bisschen zu vergleichen, es kommt mir gerade wie bei Daniel, er nahm sich in seinem Herzen vor, als er in Babylon war, sich nicht zu versündigen. Und so hat der Paulus, glaube ich, sich in seinem Herzen vorgenommen, nicht mit Schmeichelworten in der Gemeinde umzugehen. Keinem gefallen zu wollen, außer seinem Herrn, sondern die Wahrheit zu verkünden, koste es, was es wolle. Alles will ich weihen. Ja, was ist denn alles? Ja, alles ist auch mein Angesehensein im christlichen Umfeld. Wenn ich das weihe, muss ich es riskieren. Und das hat der Paulus in dem Fall konkret gemacht. Und er hatte sich, glaube ich, auch vorgenommen, nicht Ehre von Menschen zu suchen, sondern von Gott. Und das zeigt er auch in der zweiten Situation, die wir in dem Umfeld noch beleuchten wollen. Als der Paulus in Korinth war, da lesen wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Verse 10 bis 14. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich gehöre aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. Was würden die Leute der Chloe wohl über uns sagen? Haben wir einerlei Rede? Sind wir einerlei Sinn? Oder haben wir auch Tendenzen, dass wir Menschen anhängen? Ich gehöre zu Apollos, zu Kephas. Ne, die Namen mögen bei uns anders sein, aber gibt es die Tendenzen auch? Ist Christus bei uns zerteilt? Lasst uns darum ringen, so wie der Paulus es auch sagt. Ich ermahne euch, das ist nämlich ein weiches Ernamen. Brüder, ich nehme euch zur Seite, sagt er da. Nehmt euch zur Seite und lasst uns danach streben, was der Herr Jesus gesagt hat. Lasst uns die Richtschnur gemeinsam finden und definieren und lasst uns die Dinge auf Seite legen, die vielleicht menschengemacht sind, und lasst uns nach dem ausstrecken, was vom Herrn ist. Auch in der Lehre. Damit wir eines Sinnes sind. Damit wir ein Zeugnis haben nach außen, damit wir das vollführen können, was geschrieben steht. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Keine Zwietracht, keine Streitigkeiten. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr eine gesunde Lehre miteinander teilt. Wenn ihr eines Sinnes seid. Ja, egal, wen ich auf der Straße anspreche von den 10 Brüdern, dass ich da
jemanden finde, in dem Jesus Christus Wohnung genommen hat, aus dessen Geist das Zeugnis kommt. Danach dürfen wir streben und danach dürfen wir uns ausstrecken. Und die große Messschnur ist halt allein die Schrift. In unseren Tagen mehrere hundert christliche Denominationen sprechen eine deutliche Sprache. Es ist keine Einheit, es ist kein Zeugnis und es ist keine Liebe. Das ist das, was wir in unseren Zeiten vorfinden. Und ich rufe dazu auch gleich noch drei Zeugen auf aus Gottes Wort, die gegen uns zeugen und die Wurzel des zerteilten Christus aufzeigen. Wir gucken zuerst mal in Markus 7, Verse 6 bis 7. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Und dann in Klagelieder 2, 13, 14, Entschuldigung, nee, Jesaja 29, 13, 14, Entschuldigung. Weiter spricht der Herr: Weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Siehe, so will auch ich künftig mit diesem Volk wundersam, ja überaus wundersam und verwunderlich umgehen. Und die Weisheit seiner Weisen soll zunichte werden und der Verstand seiner Verständigen unauffindbar sein. Und der dritte ist Klagelieder 2, 13 bis 14. Was soll ich zu dir aussprechen? Was dir vergleichen, du Tochter Jerusalem? Was setze ich dir gleich, damit ich trösten kann, die Jungfrau Tochter Zion? Dein Schaden ist ja so groß wie das Meer. Wer kann dich heilen? Deine Propheten, sie haben dir erlogenes und fades Zeug geweissagt. Sie deckten deine Schuld nicht auf, um dadurch deine Gefangenschaft abzuwenden, sondern sie weissagten dir Aussprüche voll Trug und Verführung. Fades Zeug von der Kanzel. Dinge, die nicht aufdecken, die nicht anrühren, die einen bequem im Sitz sitzen lassen. Das gibt es ganz schön oft. Und dass diese Art der Verführung, diese Lauheit der Verführung, die führt dann zu mangelnder Gottesfurcht. Und die mangelnde Gottesfurcht lässt einen Religion aus Pflichtbewusstsein ausüben, Häkchen machen, weil wir alle doch ganz fromm sind. Und am Ende liegt es daran, dass Lehren vorgetragen sind, die Menschengebote sind. Achte zuerst auf dich selbst und auf die Lehre, sagt der Herr zum Timotheus. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir gelehrt sind von Gott, dass wir gelehrt sind aus seinem Wort, dass jeder forscht in den Schriften und dass wir uns nicht mit Wiedergekautem, auch nicht mit diesem hier, zufrieden geben, sondern dass jeder die Stellen studiert, dass jeder auf die Reise geht, was der Herr ihm dann noch zu sagen hat, links und rechts des vorgefertigten Weges, der gut ist. Wir müssen ja Menschen anregen und anleiten, über Dinge nachzudenken und dafür soll auch hier das Wort dienen. Aber es geht darum, dass jeder selber vor Gott in Christus auch erscheinen muss. Wird keiner am Ende sagen können, ja, ich bin der Lehre von einem anderen Menschen gefolgt, Herr, und deshalb stehe ich jetzt so hier, wie ich hier stehe. Das ist nicht die Verantwortung, die wir vor Christus haben. Ne? Genau. Das Herz ist ferne. Und ich würde den Teil gerne noch zu Jeremia 2, 13 führen, da steht ja, dass sie sich löchrige Zisternen gegraben, aber den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Eine zweifache Sünde, wie Jeremia das nennt. Und so lasst uns doch Buße tun. Lasst uns Buße tun, wo wir dem Herrn aus Pflichtgefühl nachfolgen. Lasst uns umkehren, wo wir in der Leere löchrige Zisternen bedienen und nicht vom Herrn zugerüstet sind. Und lasst uns den Herrn um Vergebung bitten, wo wir Dienste ausführen, die nicht von ihm, sondern von Menschen sind. Und ja, lasst uns dem Herrn damit nicht die Zeit stehlen, sondern zu seinen Füßen liegen, wo wir hingehören. Wir sind nämlich teuer erkauft, werdet nicht Knechte der Menschen. So steht es im 1. Korinther 7, 23. Kommen wir zum dritten Abschnitt.
Da geht es um die Menschenfurcht gegenüber der Obrigkeit. Wer erinnert sich noch an das Frühjahr 2020? Die westliche Christenheit, alle inbegriffen, hatte, glaube ich, viele Jahre einfach Ruhe vor der Obrigkeit. Das war arrangiert, weil die Obrigkeit den geistlichen Bereich irgendwie außen vor gelassen hat und keiner hat sich wirklich drum gekümmert. Das änderte sich über diesen Virus. Und die Frage ist ja, wie hat uns das als Gemeinden beeinflusst? Ich meine, da sind ja auch manche Menschen hier, die vielleicht eine andere Auffassung hatten als ihre Ursprungsgemeinde. Und im Nachhinein ist ja sowieso immer jeder schlauer und auch jeder General. Aber was uns der Herr damit ja zeigen will, ist, es gibt auch für uns in der westlichen Zivilisation eine Relevanz, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wenn man so an den wolkenreichen Himmel der Makroökonomie schaut, wenn ich das mal so sagen darf, und der gesamten Verhältnisse weltweit zwischen Krieg in Israel und Nahem Osten, Krieg in der Ukraine, amerikanische Wahlen, die komisch sind, digitales Geld und die Latte wäre beliebig fortzusetzen, die uns tatsächlich in unserem Alltag durchaus anfechten kann, oder auch weitere Pandemien, ob vorhergesagt oder auch nicht. Wir tun gut daran, präventiv uns mit dem Thema nochmal auseinanderzusetzen. Aber nicht in der Bewältigung dessen, was wir jetzt hier konkret erlebt haben, sondern vielleicht aus dem, was der Herr uns dazu mitgegeben hat. Da würde ich gerne zwei Dinge aufgreifen. Einmal aus Apostelgeschichte 5 und dann zum Abschluss aus dem Buch Daniel. Apostelgeschichte 5, ich bemühe mich um eine Zusammenfassung der Verse 24 oder auch vor 24, so dass wir dann in Vers 28 starten. Die Situation war die, dass die Apostel freimütig in Jerusalem Zeugnis gegeben haben, Menschen zum Herrn geführt haben, dass sie, ich sag mal, auch dem Judentum viele Menschen entlockt haben, sozusagen aus den Synagogen raus in die lebendige Gemeinde des Herrn. Und das gefiel natürlich den Obersten im Volk oder in der religiösen Kaste sozusagen, gefiel ihnen nicht. Und wir starten dann mal in Vers 28. Und der Hohepriester fragte sie und sprach: Haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Die saßen also vorher sogar schon im Gefängnis und der Engel des Herrn hat sie daraus befreit, oder ein Engel des Herrn war es in dem Fall, hat sie herausgeholt. Und also die waren im Gefängnis, sie wurden jetzt wieder vor den Hohepriester geführt. Das ist so die Szenerie. Und in Vers 29 sagt dann: Aber Petrus und die Apostel antworten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem ihr ans Holz gehängt habt. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Wir sind seine Zeugen, was die Tatsachen betrifft, und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das aber hörten, wurden sie tief getroffen und befassten den Schluss, sie umzubringen. Also wir können unsere Reihe von Paulus Gideon mit den Aposteln fortsetzen, was den Ratschluss der Gegner sozusagen angeht. Am Ende steht wo immer, sie wollen sie umbringen. Das scheint ein geistliches Naturgesetz zu sein. Ein zweites ist, das hat der Petrus so eingestreut, aber ich glaube, das ist die Messschnur, an der wir immer zu beurteilen haben, was richtig und was falsch ist in Bezug auf die Obrigkeit und vielleicht auch sonst. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist die Messschnur, an der wir uns ausrichten dürfen und die wir prüfen müssen. Immer anhand des Wortes und anhand der konkreten Situation, in die wir reinkommen. Aber das dürfen wir uns in die Herzen schreiben. Als ersten Vers, den dürfen wir vielleicht mitnehmen, auch für die Zukunft. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Im konkreten Fall war es so, dass die Apostel hätten verstoßen sollen gegen das Gebot des Herrn aus Markus 16,15: Geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das war der Auftrag des Herrn. Den wollten sie sich zu Recht nicht nehmen lassen. Den dürfen auch wir uns nicht nehmen lassen. Das ist auch ein Auftrag, der für uns gilt. Der Daniel ist in der Löwengrube gelandet, weil er gebetet hat, obwohl er nicht hätte beten sollen. Also da gibt es einige Beispiele, die wir heute aufgrund der Zeit nicht alle studieren können und wollen. Aber
das ist sicherlich so, dass wir, wenn Aufträge vom Herrn da sind, sie eben entsprechend höher erachten. Die Situation ging wie folgt zu Ende. Nach Beratung des Hohen Rates lesen wir in Vers 40, und sie fügten sich ihm, das war Gamaliel, der gesagt hat, guckt mal, was aus der Geschichte wird, und riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, in dem Namen Jesus zu reden. Also die wurden nochmal geschlagen und nochmal mit einem erhobenen Zeigefinger, macht das bitte nicht wieder, weggeschickt. Stellt euch das mal vor, die waren im Gefängnis, jetzt kamen sie wieder vor den Hohen Rat, wurden noch geschlagen und weggeschickt. Wie wäre es für uns, wenn gestern auf der Straße kommen Leute, verprügeln uns oder verprügeln die Brüder, die gestern draußen waren und stecken sie für 2 Nächte ins Gefängnis und dann kommen sie raus und dann gibt es vielleicht noch einen großen Strafzettel in der Androhung, kostet 10.000 Euro, wenn wir euch nochmal erwischen. Was machen wir? Durchaus nicht völlig abwegig. Wir dürfen uns ein Beispiel nehmen an unseren Brüdern damals, die den Aposteldienst empfangen haben aus Apostelgeschichte 41-42. Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkünden. Das lassen wir mal so stehen. Dass wir einfach diese Freude haben dürfen, wenn wir den Willen Gottes tun. Das ist sicherlich in diesem eher dramatischen Fall so, aber es ist, glaube ich, auch in kleinen Dingen so. Wenn wir im Alltag merken, wir haben überwunden und haben Gottes Willen getan und nicht unseren. Also mir geht das so, wenn ich das manchmal machen darf, dass ich von Freude wirklich erfüllt bin. Das ist mein Highlight des Tages, wenn ich genau weiß, menschlich hätte ich das anders gemacht und ich habe es dann doch vermeintlich nach dem Willen des Herrn getan. Das ist mir eine große Freude, da muss ich nicht vorher geschlagen werden. Genau. Schauen wir mal, wo es noch ernster wurde mit der Obrigkeit. Das ist im Buch Daniel zu lesen, im 3. Kapitel. Dort hat der damals mächtigste Mann der Welt, der Nebukadnezar, sich ein Standbild aufbauen lassen. 27 Meter hoch, 2,70 Meter breit, sicherlich aus Gold, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall gab es eine riesen prunkvolle Einweihungsfeier und viele, viele tausend Menschen, die Zahl steht nicht dort, aber viele Menschen waren eingeladen. Ich stelle mir in meinem Kopf zumindest so ein Fußballstadion vor mit 80.000, 100.000 Menschen, die da drin sind. Und das ist so die Szenerie, in der wir uns bewegen. Und der Nebukadnezar hat eine Anweisung gegeben, dass alle Menschen, die dort zu dieser Einweihungsfeier kommen, dieses goldene Standbild anzubeten haben. Ja, wenn wir uns mal trauen, die Parallele aus dem Buch der Offenbarung zu ziehen, für unsere Zeiten, die da vielleicht noch kommen, ist das vielleicht gar nicht so entfernt, dass das schon mal unter der Sonne passiert ist. Und deshalb dürfen wir, glaube ich, gut hingucken und schauen, was der Herr uns damit zu sagen hat. Und weil das eben so eine Szenerie war, lesen wir in Daniel 3,7. Darum fielen zur bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und aller Art von Musik hörten, alle Völker, Stämme und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar gemacht hatte. Alle? Ja, alle bis auf 3. Sadrach, Mesach und Abednego. Die beugten ihre Knie nicht vor dem Götzenbild. Aber stellt euch das mal vor, ich nehme jetzt mal eine Zahl, 100.000 Menschen, die fallen alle nieder. Man sieht ganz sicher, dass diese 3 da standen. Und das war etwas weniger humoristisch, als wir das gerade sehen, weil der Nebukadnezar hatte einen Feuerofen aufbauen lassen, als kleine Drohgebärde neben diesem Platz, wo er alle, die nicht niederfallen, reinschmeißen möchte. Die 3 waren aber bei Nebukadnezar ganz gut bekannt. Und nachdem die Chaldäer sie bei ihm verklagt hatten, hatten sie eine zweite Chance. Der Nebukadnezar rief sie nochmal zu sich und sagt, hier, ich habe doch gesagt, ihr sollt niederfallen, wenn die Musik ertönt und so weiter und so fort. Fallt doch bitte nieder. Wahrscheinlich wollte er damit ausdrücken, ich mag euch, ich will euch gebrauchen, ihr seid hier gute Staatsdiener, macht doch nicht so einen Unsinn, sondern macht doch bitte mit. Also der Weltenherrscher persönlich redet nochmal mit denen, nachdem er einen eigentlich schon Erlass gegeben hatte.
Und was machen die drei? Das lesen wir in Versen 16 bis 18. Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und wenn es nicht so sein soll, so wisse, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Die drei brauchten eine gute Hoffnung. Die brauchten eine gute Hoffnung, eine hohe Klarheit, dass sie einem Größeren dienen als dem irdischen Herrscher. Dass sie dem dienen, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Unserem lieben Heiland. Das mussten die in Herzen tragen. Und sie hatten wahrscheinlich auch Lukas 12 quasi schon in ihren Herzen. Da steht: Ich sage euch aber, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und dann nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Machtbesitz in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Das eine ist ja die positive Hoffnung und das andere ist die Klarheit, die der Herr auch hinterlässt, wenn wir ihn nicht fürchten. Und so geschah, was geschehen musste. Diese drei Männer aber, Sadrach, Mesach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Wen der Sohn frei macht, hatten wir schon mal eingangs gehört. Die drei waren gebunden, obwohl sie so mutig waren, dass sie vor 100.000 Leuten Zeugnis geben konnten, dass sie vor dem Weltenherrscher, ich hätte gesagt, fast frech bestehen können, in einer Klarheit und in einer Überzeugung. Und dennoch waren sie gebunden, als sie in den Ofen fielen. Da war irgendwas, was der Herr noch nicht frei gemacht hatte. Können wir nur drüber spekulieren oder auch nicht, was es denn war. Aber sie waren im Feuerofen, da erschrak König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König: Gewiss, o König. Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln. Und es ist keine Verletzung an ihnen. Und die Gestalt des Vierten gleicht einem Sohn der Götter. Darauf trat Nebukadnezar vor die Öffnung des glühenden Ofens, begann und sprach: Sadrach, Mesach und Abednego, ihr Knechte Gottes, des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt her. Da kamen Sadrach, Mesach und Abednego aus dem Feuer hervor. Unser Gott ist kein Zuschauer. Unser Gott ist niemand, der an der Seitenlinie steht und schlaue Ratschläge gibt, sondern unser Heiland war auch bei den Dreien mitten im Feuer. Er hat die Prüfung durchgetragen, hat sie bewahrt vor Verletzung und sogar Brandgeruch, wie wir an anderer Stelle lesen. Ob das wohl bei uns auch so ist? Wenn wir mit Bindungen zu kämpfen haben, mit kleinen Dingen des Alltags, wenn wir meinen, wir kommen nicht los von irgendwas, dann kommen wir erst in den Silberschmelzofen des Wortes Gottes, wo der Herr zu uns redet. Wenn wir dann nicht ganz genau hinhören, dann mag es sein, dass man später im Schmelzofen des Elends landet, wo der Herr züchtigt über eine andere Art als Reden allein. Aber wir dürfen wissen, er will uns in sein Bild umgestalten und er ist mit uns. Auch wenn wir es vielleicht manchmal nicht sehen. Der Feuerofen von außen betrachtet ist ja auch kein einladender Ort. Aber der Herr hat die drei Männer dort hineingestellt, weil er mit ihnen dort zum Ziel gekommen ist. Und im Übrigen hat er sich so verherrlicht durch diese Sache, dass der Nebukadnezar gesagt hat, dass man zukünftig den allmächtigen Gott von Sadrach, Mesach und Abednego anbeten soll. Was ein Zeugnis. Also das heißt, wenn wir durch unser Elend gehen, dürfen wir wissen, der Herr ist dabei und er hat den Plan, uns zum Ziel zu bringen und er will sich dadurch verherrlichen. Wenn es uns allen gut geht, dann den anderen geht es auch gut. Ne? Also den Gottlosen geht es auch oft gut. Das ist nicht das Thema, sondern die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und die andere Alternative wäre ja gewesen, sie fallen nieder vor dem Standbild. Sie gehen nicht in die Prüfung rein. Sie machen sich
vermeintlich dort gemütlich. Sie feiern mit den anderen 100.000 die Eröffnungsfeier dieses netten Standbilds. Das hätten die drei ja auch machen können, spätestens nach der zweiten Ermahnung. Haben sie aber nicht. Weil in Offenbarung 21, 7 und 8 steht das Folgendes für uns geschrieben. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und die mit Gräuel befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das ist das, was wir im Jeremia eingangs schon gelesen haben, dass der Herr sagt, wer mich fürchtet, ist gesegnet, wer Menschenfurcht hat, ist verflucht. Das ist nichts anderes, nur ein bisschen anders aufgegleist. Und hier liegt der Fokus eben die Feiglinge aber, die nicht überwinden. Ja, der Bruder Stefan hat eine sehr schöne Reihe gemacht zu den Sendschreiben. Da steht das ganz oft drin, wer überwindet. Ja, die Frage, die wir uns stellen können, ist, was ist, wenn wir nicht überwinden? Müssen wir für heute mal so stehen lassen. Und in Malachi 3 lesen wir, im Übrigen einer meiner Lieblingsbibelstellen, Malachi 3, 13 bis 19a, da lesen wir, ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Herrscher in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich. Denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht. Und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Wollt ihr auch dabei sein, wenn das Buch geschrieben wird? Ja, wenn sich die zusammentun, die den Herrn fürchten und den Namen eingetragen haben, der Herr achtet darauf, der Herr sieht, ob du dem Herrn, ob du fürchtig bist vor ihm oder vor der Welt. Und er achtet darauf. Das ist schön zu wissen. Und dann sagt der Herr, und sie werden von mir, spricht der Herr der Herrscher, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem er nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen. Ist das Zufall, dass es hier schon wieder um den Ofen geht? Der Tag des Herrn, von dem hier die Rede ist, kommt brennend wie ein Ofen. Wir müssen vorbereitet sein. Und der Herr wird an dem Tag, dein Tag kann auch anders kommen, brennend wie ein Ofen, ne, wenn du dem Herrn begegnest. Aber der Herr hat ja Augen wie Feuerflammen. Das heißt, dieses Feuerbild, was ja ein Gerichtsbild auch ein Stück weit ist, wird uns sicherlich entgegenkommen. Und die Frage ist, wie treten wir dem gegenüber? Treten wir gewaschen in Jesu Blut, in Freimütigkeit hinzu und werden durch die Prüfung getragen von dem Herrn? Oder versuchen wir es auf eigene Kraft? Versuchen wir den Ofen runterzudrehen? Ja, und sagen auch, wir machen es hier mal ein bisschen kühler, Nebukadnezar. Ist doch ein bisschen warm geworden. Das ist nicht der Weg. Sondern der Weg ist, dass der Herr diesen Unterschied auch sichtbar machen wird. Und dann freuen sich die Freuen, die in seinem Buch geschrieben stehen. Ich komme zum Ende. Ein paar Gedanken dazu. Und ich möchte eigentlich zusammenfassen mit einem Spruch, der in meiner ersten Bibel vorne auf der ersten Seite gelandet ist. Da habe ich immer so mal einen Merker drin, wo der Herr wohl offensichtlich an mir mitarbeiten möchte. Und das Erste, was da drin stand, war ein Spruch von der Eva von Thiele Winkler. Da stand, höre nicht, was Menschen sagen. Tue ruhig deine Pflicht. Gott wird nicht die Menschen fragen, wenn er dir sein Urteil spricht. Ob mich Menschen tadeln, loben, ob sie mich auch missverstehen, Herr, dein Wohlgefallen droben soll mir über alles gehen. Das war mir immer ein gutes Hinweisschild, weil wir neigen doch dazu. Und ich war ein fürchterlich menschenfürchtiger Mensch,
bin von Haus aus Vertriebsmensch. Da will man Menschen gefallen, da will man Anerkennung bekommen, da will man viele Freunde haben und gut angesehen sein und das ganze Zeug. Und das war wohl so, dass der Herr das mit als erstes auf meine Bibeltitelseite geschrieben hat, dass das weg darf. Genau. Und der biblische Befund, den lesen wir als Parallele im Galaterbrief, Galater 1, Verse 9 und 10 möchte ich dazu lesen. Es geht um den Zehner. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündet, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Also Paulus wird einmal mehr deutlich und sagt vielleicht auch ein Stück zu sich selber im Vers 10, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Einmal mehr ein Ausschlussverfahren. Wenn ich ein Knecht der Menschen bin, kann ich kein Knecht Christi sein. Das ist einmal mehr diese Klarheit und Absolutheit in der Betrachtung. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen, werden Verfolgung erleiden. Das gehört eben auch dazu. Und dann schließen wir uns ein in den Bund mit Paulus, Gideon und den vom Feuerofen, den drei Männern und den Aposteln. Und die haben die Schmach des Christus getragen und sie haben so gelebt, dass sie nicht den Menschen gefällig sein wollten. Und für solche, in großen Prüfungen und Anfechtungen, und damit möchte ich schließen, hat der Herr Psalm 84 schreiben lassen. Und wir lesen die Verse 6 bis 11. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt. Wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen, und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Herr, Gott der Herrscher, höre mein Gebet. Du Gott Jakobs, achte darauf. Selah. Du Gott, unser Schild, sieh doch, blicke auf das Angesicht deines Gesalbten, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. In dieser Gesinnung, Maranatha und Amen.